Unsere Dorfvereine werden sich präsentieren in allen möglichen Facetten. Wir haben eine Blaskapelle, wir haben eine Elterninitiative, Sportverein, Feuerwehr, Domowiner. Es wird jeder wird sich irgendwie an irgendeinem Stand präsentieren. So, wir sind heute mal in Drahausen, aber wir geben schon mal einen Ausblick, denn hier findet bald ein richtig fettes Event statt, das Brandenburger Dorf- und Erntefest. Erstmal, wie weit laufen denn die Vorbereitungen, wie groß sind sie denn schon? Also wir sind jetzt in der Endphase. Unser Org-Team hat sehr gut und effektiv gearbeitet. Ja, die Kleinigkeiten müssen noch ausgearbeitet werden, aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen wissen wir, was wir machen wollen. Es steht. Wie gesagt, die Kleinigkeiten fehlen noch, aber wir freuen uns, dass es endlich auf das Dorf- und Erntefest zugeht. Wir sind auch bestrebt, sehr viele Zuschauer einzuladen. Deshalb auch, das ist schön, dass wir uns hier unterhalten, deshalb können wir auch ein bisschen Werbung machen. Ja, also wir freuen uns auf das Fest. Und wir freuen uns auch selbst, so eine großartige Sache durchführen zu dürfen. Es ist zwar eine große Herausforderung gewesen, aber ich denke, wir packen das. Und wie gesagt, wir freuen uns. Es wird super, es wird schön, kommt alle. Geben wir mal einen kleinen Einblick. Ich nehme an, wir wollen nicht ganz zu viel verraten, aber auf was können wir uns so grundsätzlich freuen als Besucher? Ja, erstmal sind die grundlegenden Sachen, die dieses Dorf- und Erntefest, dieses Brandenburger Dorf- und Erntefest, ja, die vorgeschrieben sind vom Land. Das ist einmal die Wahl der Erntekönigin, die Wahl der Erntekrone, der Festtagsumzug, der festliche Gottesdienst am Anfang und natürlich auch der Empfang der VIP-Gäste. Ja, und dann eben das Drumherum, was sich jedes Dorf alleine ausdenken kann, um eventuelle Lücken im Programm zu schließen und auch die Bürger und Bürgerinnen und Besucher froh zu stimmen und auch ihnen einen schönen Tag zu machen. Das heißt, Musik, Unterhaltung, nehme ich an, es wird landwirtschaftliche Einblicke geben, oder? Ja, landwirtschaftlich natürlich, weil es ist ja ein Brandenburger Dorf- und Erntefest. Landwirtschaftlich sicherlich mit Traktoren, mit alten Traktoren oder Landtechnik, mit neuer Landtechnik, mit regionalen Köstlichkeiten, regionalen Ständen, regionalen Produkten. Unsere Dorfvereine werden sich präsentieren in allen möglichen Facetten. Wir haben eine Blaskapelle, wir haben eine Elterninitiative, Sportverein, Feuerwehr, Domowiner. Es wird jeder wird sich irgendwie an irgendeinem Stand präsentieren. Und ich denke, das wird ein schönes Fest und wir freuen uns wirklich, dass auch die Beteiligung so rege ist. Vielleicht nochmal als Schlusswort ein Satz. Wie groß ist denn tatsächlich der Aufwand für so einen, ich sag mal doch, dann kleinen Ort sozusagen insgesamt, so ein Fest zu stemmen und vorzubereiten? Ja, es ist nicht ganz unerheblich, weil so ganz alleine geht das gar nicht. Die Gemeinde ist ja der Ausrichter, aber ohne das Amt Peitz würde es auch nicht funktionieren, weil wir als Gemeinde ohne das Amt Peitz gar nicht funktionieren würden. Dann braucht man ja für solch ein Fest ein Organisationskomitee. Das muss erstmal gefunden werden. Das hat auch ein Weilchen gedauert, bis sich das eingespielt hatte. Dann brauchen wir natürlich auch die Unterstützung von sehr vielen Firmen, Vereinen, wie auch immer, um diese ganze Sache auch finanziell zu stemmen. Ja, also es ist nicht ganz unerheblich, es ist nicht ein kleines Dorffest, es ist auch nicht ein kleines Sportfest. Es ist wirklich, dadurch, dass das ganze Dorf inbegriffen ist, es ist sehr schwierig gewesen am Anfang, aber wir sind jetzt auf einem guten Weg und haben so gut wie alles zusammen. Und das Tolle ist, jetzt gibt es sogar eine Zufahrt, die wieder frei ist. Ja, das ist ja das i-Tüpfelchen gewesen. Das hat uns natürlich Bauchschmerzen gemacht am Anfang. Wir haben gedacht, ja, wir haben uns beworben für das Brandenburger Dorf- und Erntefest. Und zwei Monate später wurde uns gesagt, es wird eine neue Straße gebaut, auf beiden Zufahrten und im Dorf. Na, wird die denn fertig? Ja, man hat uns gesagt, ja, sie wird fertig. Wir hatten wirklich extreme Bauchschmerzen, weil zwischendurch hat es gehakt, aber die Zeit wurde wieder aufgeholt. Ich war immer dabei, ich habe bei dem
Bauberatung auch immer darauf gepocht, dass wirklich das auch zum Fest fertig wird. Und es sieht auch so aus, dass der letzte Teilabschnitt auch bis zum Fest komplett fertig ist, sodass auch Besucher von außerhalb hier auch anreisen können ohne Probleme.